Im Interview des Tourismusverbandes ein Schwannstädter Künstler, Peter Greuel. Herr Greuel, Sie haben Ihre Spuren in Schwannenstadt hinterlassen. Ja, nicht nur Spuren, markante Spuren. Welche Kunstwerke von Ihnen kann man heute noch in Schwannenstadt bewundern? Der erste Aspekt war immer mein Startplatz. Also ich sage bewusst mein Startplatz, den habe ich sehr geliebt und oft gezeichnet. Das zweite war meine sogenannten Streifzüge, die habe ich im Rande sehr interessante Motive gefunden, die man nur im Vorbeigehen sieht und eigentlich gar nicht so wahrnimmt, wenn man nicht den gewissen malerischen Blickwinkel hat. Sie haben auch für den Sport gewirkt. Meine sportliche Tätigkeit bestand nicht darin, mitzuspielen, sondern mitzugestalten. Dann der Fußball, das war eine große Herausforderung für Schwannenstadt. Dann habe ich noch den Pferdemarkt, das ist keine Sportveranstaltung, aber es ist insofern auch interessant, weil Schwannenstadt auch eine sogenannte Pferdesportkultur hat. Peter Greuel, Sie sind als einziger lebender Künstler in der Landeschronik von Oberösterreich. Erfüllt Sie das mit Stolz? Ja, mit Ehrfurcht sogar. Professor Lehr ist ein Schwannenstädter, der die Landeschronik verfasst hat. Und es war mir eine große Ehre, dass er mich auserkoren hat. Was wünscht sich der Künstler Peter Greuel in der Zukunft in Schwannenstadt zu sehen? In Schwannenstadt sehe ich sehr gerne den Stadtplatz und besonders liebe ich die Schwannenstädter Leute. Also ich sehe Stadt und Leute gerne. Herr Greuel, vielen Dank für das Gespräch.